Besonders speziell ist in diesen Tagen ja das Wetter unterwegs. Von 5 Grad und Regen bis 20 Grad und Sonne, so wie heute, war da alles dabei. Der Brill macht ja bekanntlich, was er will. Was Sie tun können, um auf die körperlichen Folgen des Aprilwetters zu reagieren, das zeigen Ihnen Francesco Romano und Liam Gutnecht. Mannheim, kurz vor 8 Uhr heute Morgen, dichter Nebel hängt über dem Wasserturm. Nur 2 Stunden später, Zeit, um Vitamin D zu tanken. Und heute ist die Sonne sogar mal Dauergast, wie hier in Speyer. Doch das war ja nicht immer so. Dass der Frühling bisher nicht so richtig sonnig, trocken und warm war, hat auch seine guten Zeiten, denn der Winter war in großen Teilen von Ronnland teilweise deutlich zu trocken. Und da war es schon gut, dass März und April jetzt zumindest die normale Menge an Regen brachte, teilweise sogar ein bisschen mehr als normal. Das heißt, wir gehen recht gut gerüstet in die Vegetationsperiode. Wenn im Mai jetzt auch noch ein bisschen was fällt, dann sind wir nicht sofort einem Dürresommer ausgeliefert. Das Hin und Her, mal Regen, mal Sonne und eben diese Temperaturschwankungen wirken sich nicht nur auf unser Gemüt, sondern auch auf unseren Körper aus. Die Speyerer reagieren so, wechselhaft wie das Wetter eben. Morgens vielleicht brauche ich ein bisschen länger noch, wenn das Wetter mal ein bisschen trüb ist draußen, aber sonst eigentlich nichts. Ne? Im Kreislauf und so, gell? Na ja, gut. Auf einem gewissen Alter hat man halt so seine Probleme. Ich finde es schön, endlich mal wieder draußen rumzurennen, oder? Dass es kalt ist oder regnet. Ich merke es, dass ich manchmal mal Kopfschmerzen habe oder dass einfach diese Wetterwechsel schon auch psychisch so ein bisschen mit einem, dass es schon mitgeht. Wissenschaftlich ist das durch den ständigen Wechsel von Hoch- zu Tiefdruckgebiet zu erklären, sagt Allgemeinmedizinerin Barbara Birta Hufnagel. Ihr Rezept? Mittagsschlaf. Das ist überhaupt das Allerbeste und das Allergesündeste ist der Mittagsschlaf. Das ist für unseren Körper sowas wie das Resetten für einen Computer. Es wird einmal alles runtergefahren, der Blutdruck, die hormonelle Lage, und es wird dann ein Neustart gemacht und das tut uns allen gut. Auch Allergiker müssen in der Pollenflugzeit eine gewisse Leidensfähigkeit beweisen. Hier rät die Ärztin. Da könnte man zum Beispiel eine Nasendusche machen, wenn man zu allergischem Schnupfen neigt. Dann würde man nämlich das Allergen einfach aus der Nase rausspülen und es wäre faktisch nicht mehr vorhanden. Oder eben, wenn man genau weiß, in dieser Jahreszeit habe ich besonders Probleme, diese Jahreszeit für den Urlaub nutzen. Für alle, die jetzt noch nicht so schnell in Richtung Berge oder Strand abhauen können, heißt es durchhalten. Wir müssen spontan sein, kaum ist die Sonne draußen, sollten wir sie auch nutzen, denn im Laufe des Wochenendes kommen jetzt auch schon dichtere Wolkenfelder. Die Luft bleibt zwar noch warm, aber der ein oder andere Schauer kann dann schon dabei sein und nächste Woche tauchen wir leider wieder ins fiese, kühle Aprilwetter ab. Also genießen ist angesagt, zumindest die Temperaturen um die 20 Grad, so können wir es am Wochenende ganz bestimmt aushalten und uns das Eis mal ordentlich schmecken lassen.